Ja, vielen Dank, Frau Flohr. Der zweite Gesprächspartner hier ist Arvid Bell, der wissenschaftliche Mitarbeiter in der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt ist. Guten Abend. Arvid Bell hat Politikwissenschaften, internationale Beziehungen und Public Policy in Berlin, Paris und Cambridge in den USA studiert, also ist weit herumgekommen und hat auch dadurch einen Blick auf Deutschland, der nicht nur als deutscher Blick, sondern vielleicht auch vom Außen etwas geprägt ist. Er hat sich auch mit nicht nur deutscher, sondern amerikanischer Außenpolitik befasst und insbesondere auch mit Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, insbesondere zuletzt auch Afghanistan, wie man durch einen inklusiven, einen Friedensprozess, der möglichst alle Beteiligten einschließt, dort den Konflikt deeskalieren könnte. Herr Bell, was ist aus Ihrer Sicht falsch an dem, was Frau Flohr eben gesagt hat zur deutschen Position, zur Responsibility to Protect? Okay. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Diskussion. Also ich glaube, es ist weniger etwas an dem falsch, was Frau Flohr gerade gesagt hat, als an der Art und Weise, wie schnell in der Frage von Krisenprävention, gewaltsame Konflikte immer die militärische Option als vermeintlich Lösung aus dem Beutel gezogen wird. Und ich glaube, es gibt einen psychologischen Effekt in der Art und Weise, wie man über schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit redet, der eigentlich erklärt, warum das so ist. Und zwar hat die militärische Option hat für viele erstmal diesen Beigeschmack, und viele Militärs würden wahrscheinlich selber sagen, das stimmt ja so gar nicht, des Zupackens und des aktiven Handelns. Und viele alternative Möglichkeiten klingen immer vermeintlich nach irgendwie lasch oder funktioniert nicht so richtig, was natürlich überhaupt ausblendet, dass gerade etwas wie Friedensverhandlungen oder Schlichtung zwischen Konfliktparteien auch ein Handwerk ist, das gelernt werden muss, unheimlich kompliziert ist und es auch Ressourcen braucht. Und also viel Arbeit, die ich eben mache, beschäftigt sich damit, was gibt es denn für konkrete Möglichkeiten, in gewaltsamen Konflikten zu vermitteln und eben durch Dialog der Konfliktparteien möglicherweise zu einer Befriedung zu kommen. So, und das ist, glaube ich, das erste Problem in der Diskussion. Also bei Responsibility to Protect wird viel zu sehr immer über die militärische Frage diskutiert und man blendet aus, was es für Alternativen gibt. Und das ist das Interessante beim Dialog mit der Bevölkerung. Die Umfrage, die Sie zitiert haben, zeigt ja überwältigende Mehrheiten in der Bevölkerung, jeweils über 80%, für Maßnahmen wie mehr humanitäre Hilfe, mehr Verhandlungen, eine konsequentere Abrüstungspolitik beispielsweise. Ja, also viele Punkte, wo eigentlich die deutsche Außenpolitik sehr gut anknüpfen könnte, eine gigantische Mehrheit der Leute hinter sich hätte. Und ich frage mich immer, warum greift dann die Politik das nicht mehr auf, also das, was es da ja auch in breite Unterstützung im Lande gibt, und macht daraus sozusagen ein noch stärkeres Markenzeichen deutscher Außenpolitik. Das wäre sozusagen da meine erste Frage. Dann zweiter Punkt, wenn ich noch darf. Ja, sicher. Ja, zweiter Punkt. Politiker, finde ich, machen auch einen Fehler, wenn sie so tun, als ob die Responsibility to Protect in der Art und Weise, wie sie bei den UN verabschiedet wurde, gleichzusetzen sei mit humanitären Interventionen für Menschenrechtsverletzungen jeder Art. Das ist aus folgendem Grunde wichtig. Es gab ursprünglich eine kanadische Expertenkommission, die Responsibility to Protect als internationale Norm in die akademische und politische Debatte eingespeist hat. Und da gab es sehr viele Diskussionen auf UN-Ebene, und schließlich haben die Vereinten Nationen 2005 auf dem World Summit dann die Responsibility to Protect eben so verabschiedet in einer Resolution, wie wir uns im Moment sozusagen völkerrechtlich oder im internationalen Bereich sie beziehen. Dort wird die Responsibility to Protect insgesamt ganz klar eingegrenzt auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ethnische Säuberungen, Kriegsverbrechen und Völkermord. Das heißt, da steht nichts davon, dass man jetzt bei Menschenrechtsverletzungen, was ja sehr viel breiter ist, jeder Art auf einmal überall irgendwie intervenieren sollte, wo dann ja auch die Frage ist, wer sollte das überhaupt sein und welche Autorität. Das heißt also, die Art und Weise, wie die Responsibility to Protect tatsächlich verankert ist von den UN, ist sehr viel spezifischer und restriktiver, als das manchmal in den Medien so klingt, wenn dann irgendwie wieder ein Politiker daherkommt und sagt, aber für die Menschenrechte muss man doch auch intervenieren. Also ganz, ganz so ist es eben dann auch nicht. Und ein letzter Punkt, genau, das fand ich einfach ein interessantes Beispiel, um das mal etwas plastischer zu machen, mit was es eben heißt, frühzeitig einzugreifen. Denn das ist auch wieder die Kehrseite der Debatte. Viele Leute haben im Kopf bei Fragen von Menschenrechtsverletzungen, Konflikten, die Krisen, die gerade im Moment eskalieren und die wir sowieso immer in den Medien haben. Afghanistan, Irak, Syrien. Ja?
Einfach mal ein Gegenbeispiel, da würde ich jetzt das Auswärtige Amt loben für das, was passiert ist, nämlich das war Kenia 2007, 2008. Also Wahlen in Kenia, ganz knapper Ausgang und der Unterlegene hat das Wahlergebnis nicht anerkannt und innerhalb von wenigen Tagen kam es zu ethnischer Gewalt, also hunderte von Toten und es drohte sozusagen, dass das Land abrutscht in einen blutigen Bürgerkrieg. Und dann kam es eben zu einer rein diplomatischen Initiative, wo Kofi Annan sich eingeschaltet hat und Deutschland hat sich beteiligt und hat damals den Staatsminister Erler aus dem Auswärtigen Amt hingeschickt und der hat dabei mitgeholfen, die beiden Kontrahenten in eine Art großer Koalition an den Verhandlungstisch zu bringen und einen Kompromiss auszuhandeln. Dadurch wurde die Gewalt dann vor Ort gestoppt und ein abgleitender Bürgerkrieg wurde verhindert. Das Interessante ist ja, dass man über solche Fälle eben auch sehr wenig diskutiert, also man redet kaum darüber und man macht sich auch zu wenig Gedanken darüber, was könnte man denn daraus möglicherweise systematisch lernen. Da wäre meine Frage an Frau Flor, also es gibt ja solche positiven Beispiele, wie werten Sie eigentlich so etwas systematisch aus und warum versuchen Sie nicht solche positiven Erfahrungen mehr zusammenzubringen mit der Bereitschaft in der Bevölkerung für friedliche Konfliktlösung, um daraus möglicherweise ein Markenzeichen deutscher Außenpolitik zu machen?